So, ich werde auf jeden Fall dann hier eine Raffinerie hinbauen, denke ich. Naja, mal gucken. Das steht alles noch in den Sternen. Ja, ist schon sehr einfallsreich, das in einem Raumschiff, in einem Weltraum, ein Strategiespiel zu sagen. Steht alles noch in den Sternen. Aber naja. Ich weiß, ich bin gerade so ein bisschen passiv, aber ich spare einfach darauf, die Raumstationen ausbauen zu können. Und das kostet alles ein bisschen arg viel Geld. Andererseits, wenn ich Handelsrouten habe, dann kriege ich auch mehr Geld. Ja, was soll der Geiz? Ja, wobei, bauen wir erstmal noch die Raumstation hier auf. Die soll dahin, genau. Und zwar soll die Raumstation hier hinbauen. Hier haben wir noch keine Extraktoren stehen. Da und da. Ja, dann bauen wir die Raumstation woanders hin. Nämlich so in etwa hier. So. Da gefällt sie mir besser. So, dann muss ich mir mal überlegen, wie ich das mit den Handelsposten mache. Vielleicht baue ich hier auch einfach nämlich nur einen Handelsposten. Ja, wobei, da bin ich ein bisschen am Anschlag. Da könnten wir eine Struktur abreißen. So eine Fregattenfabrik könnten wir nicht abreißen. Dann müssten wir hier so einen Handelsposten hinbauen können. Da hätten wir ja schon eins, zwei Planeten. Und hier dann noch den dritten. Raumstation oder Handelsposten? Ach, gute Frage. Eigentlich sollten sie hier gar nicht durchkommen. Das heißt, ein Handelsposten würde hier reichen. Ja, mach mal einen Handelsposten. Also eine Raumstation kostet echt unglaublich viel Geld. So. Dann können wir hier noch einen bauen. Einen Handelsposten. Den stellen wir hier zu den Forschungslabors dazu. Dann ist hier alles schön clumsy auf einem Haufen. So. Und dann können wir hier mal langsam an dieses Handelsupgrade denken. So. Hier hinten, die Raumstation ist im Bau. Da kommt dann das nächste Handelsupgrade hin. Und dann sieht man hier unten rechts aufgegliedert, wie wie unser Einkommen aussieht, unsere Credits Einkommen werden da aufgelistet von den einzelnen Planeten und unter anderem auch Tradeport Income, also von unseren Handelsstationen. Jo, also die werden wir auch noch aufgelistet. 0,2 gerade im Moment, keine Angst, das steigt noch immens, wenn mehr Handelsschiffe unterwegs sind. Hier haben wir jetzt gerade mal eins. So, und das fängt dann jetzt dann gleich an zu laden und jetzt sind wir schon bei 0,5, bei 0,9 und es steigt immer weiter. Das wird irgendwann so hoch sein, dass man quasi die Planeten, das Einkommen der Planeten kompensieren kann durch den Handel. So, hier bauen wir direkt das nächste Handelsmodul und dann kriegen wir hier nämlich unglaublich viel Geld. So, mal kurz reingucken in die Piratenbasis. Also hier tut ein Angriff ziemlich weh. Würde ich nicht empfehlen. Also hier die Fregatte werden wir wahrscheinlich auch innerhalb kürzester Zeit verlieren. Puff, weg ist sie. Sorry, aber geht halt leider nicht anders. Manchmal muss es Opfer geben. In dem Fall war es halt jetzt die kleine Scout-Fregatte. So, was haben wir hier? Hier kommt auch nochmal ein Scout rein. Gut. Irgendwann müssen wir dann mal anfangen, hier die Waffensysteme von der Raumstation aufzuwerten. Und dann sehen wir weiter. So, die ist fertig. Das Modul wird gerade gebaut. Und dann haben wir nämlich schon vier Planeten, die handeln in einer Reihe. Und dann steigt das Handelseinkommen auch noch ein bisschen. Hier könnten wir eigentlich auch mal einen Handelsposten hinbauen. Weil je mehr Handel, desto besser. Also finde ich. Weiß nicht, wie es euch da geht. Wo ist denn meine Koloniefregatte? Wie wäre es mal mit einnehmen hier und so? Also besiedeln. Oh, der braucht noch.
So, da muss ich mal noch gucken, wie das läuft mit den Extraktoren, wie man die einnehmen kann, die neutralen. Da muss ich auch mal noch schauen. Gut, das sollte passen. So, und hier sieht man jetzt diese ganzen kleinen, hübschen Handelsschiffe hin und her springen, die uns schön Geld generieren. Im Moment gerade 5,5 die Sekunde, was ja doch schon ziemlich beachtlich ist. Und es wird noch viel mehr. So, ich glaube, dann werde ich hier oben noch eine Raumstation hinbauen. Weil hier haben wir nämlich auch noch Extraktoren. So, dann können wir mal mit dem Schiff darunter schwebseln. Für den Ralus fehlt uns noch ein bisschen Metall. Okay, so. Dann holen wir uns den doch. Und dann hoffe ich mal, dass die Koloniefregatte hier mal langsam in die Pötte kommt. Aber es sieht gut aus. Und sie schicken die kleinen Module los, die die Kolonisten hier schön dahin bringt, auf den Asteroiden. Und der gehört jetzt auch uns. So, dann würde ich gerne, sobald meine Ressourcen zulassen, da einen Handelsposten hinbauen. Also ihr seht schon, ich bin sehr, sehr fixiert auf Handel. Aber es bringt einem halt auch echt unglaublich viel Einkommen. So, dann müssen wir schauen, dass wir ein bisschen mehr die Ressourcen ausschöpfen, die hier vorhanden sind. So, das war's. Und dann müssen wir hier noch eine Stufe aufwerten. So, und dann muss ich mal noch gucken, wie das läuft jetzt mit den Extraktoren einnehmen. Das weiß ich nämlich noch nicht, damit habe ich noch keine Erfahrung. Hier wollte ich das hinbauen. So, dann haben wir hier auch schon einen großen Teil eigentlich, relativ guten Teil schon abgedeckt. Von der Galaxie. Die hier haben natürlich alle noch die Planeten, also das ist wesentlich lukrativer, sich die unter den Nagel zu reißen. Ist ein bisschen schade, dass auf unserer Seite relativ wenig Planeten sind, aber naja, so spielt's Leben halt manchmal. Und dann muss man halt schauen, wie man anderweitig an sein Geld kommt, wie wir jetzt beispielsweise durch Handel. Was haben wir denn da jetzt mittlerweile? 8,0, 8,3. Tendenz steigend, 8,6. Also es geht relativ rapide. Und das Schöne ist, diese Handelsmodule kann man noch eine Stufe aufrüsten. Im Moment würden wir Basiswert 1,3 generieren. 1,3 Credits pro Sekunde. Wenn man das noch eine Stufe aufwertet, sind wir bei 3. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Das werde ich auch machen. Da, was der Handelsposten hier generiert, kann ich leider nicht einsehen. Wobei, vielleicht von hier oben. Wie heißt denn unser Heimatplanet? Admetos. Admetos. 1,4 generiert der gerade für uns. Also mit den Raumstationen kann man durchaus ein bisschen mehr generieren. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Finde ich. Go ahead. So, mal gucken, ob der die für mich einnehmen kann. Müsste auch hier eigentlich, oder? Targets enemy and unknown structures must be capturable. Okay. Sends a work crew to operate extractors found in neutral territory. Also dieses Schiff, das Kolonieschiff, schickt auch gerne mal Arbeitskräfte aus, die dann neutrale Strukturen wie beispielsweise diese Extraktoren einnehmen kann, aber auch gegnerische Strukturen. Finde ich auch eine sehr interessante Fähigkeit. Also verliert der Gegner dann halt relativ schnell mal seine ganzen Strukturen. Oh, der Pirat schlägt wieder zu. Hier überbieten sich gerade die Gegner gegenseitig mit Kopfgeldern. Finde ich super, muss ich schon mal nichts ausgeben. Ich muss halt immer auch so ein bisschen im Auge behalten. Ich sollte halt auch schauen, dass ich relativ viel Scouts aussende, um immer so ein bisschen zu gucken, welcher von den Computergegnern gerade die Überhand gewinnt und den dann halt entsprechend ein bisschen Kleinkrieg. So, hier sind wir an unser Limit gestoßen. Das ist ein bisschen schade. Was haben wir denn hier hinten alles stehen? Nur den Handelsposten. Ich würde sagen, ja, dann verschiebe ich meine
Produktionsstätte später dann mal auf diesem Planeten hier hinten. Das wäre eventuell nicht schlecht. So, dann muss das hier mal noch gebaut werden. So, dann können wir mal nochmal in die Forschung reingucken. Ein paar mehr Ressourcen wären nicht schlecht. Deswegen werde ich erstmal hier Metall und Kristall. Und dann brauchen wir noch ein ziviles Labor. Wo bauen wir das denn hin? Na, da würde ich gern vielleicht noch eventuell andere Sachen bauen. Wie sieht es denn hier aus mit der Kapazität? Ist die schon erreicht? Ja. Kann man die noch ausbauen? Nein. Gut, schön, dass es alle Infos so schnell gibt. Hier ist es schon völlig ausgebaut. Ja, dann würde ich mal sagen, bauen wir hier noch ein paar zivile Labors hin, beziehungsweise noch ein militärisches, noch ein ziviles, noch ein militärisches. So, und dann sind wir hier auch schon wieder an unsere Limits gestoßen. Dann war es das auch schon mit dem Produktionshauptquartier hier. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zivile bräuchten wir rein theoretisch. 1, 2 haben wir gebaut davon. Und wie viel brauchen wir von den militärischen? 1, 2, 3, 4, 5. Und davon sind auch 2 gebaut. Also ihr seht schon, irgendwann stößt man dann schon so ein bisschen an seine Grenzen, was die Slots angeht fürs Bauen. So, dann hauen wir hier mal noch den Handelsposten rein. Der wird hier dann auch nachher noch reingehauen. 1800 Credits ist schon einiges an Geld. Und hier bauen wir eine Raumstation. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich die hier hinten bauen soll. Oder aber hier, wo der Gegner reinkommt. Ja, ich glaube, ich baue sie hier. Got a job for me? I'll do my best. Unsere Handelsschiffe sind schön fleißig unterwegs und generieren Geld für uns. Mittlerweile 9,7. Tendenz steigend. Structure complete. So, haben wir hier jetzt eigentlich noch einen Handelsposten gebaut? Ja. Gut, eventuell switche ich über die lange Sicht gesehen die Sachen auf, also die Handelsposten um auf Raumstationen. Gerade im Moment ist das allerdings eine kostengünstigere Variante und deswegen mache ich das jetzt gerade so. So, zivil, dann mehr Ressourcen würde ich sagen. Ja, wobei mehr Einwohner erstmal, weil mehr Einwohner, mehr Geld. Mehr Geld. Dann können wir uns auch irgendwann die Ressourcen einfach kaufen. So, wir generieren 4,9 an Metall und 3,8 an Kristall. Das ist schon mal sehr ausgewogen und gut. Und 34,8 an Credits. Sehr, sehr geil. Das gefällt mir. So, hier ist das Modul schon gebaut. Das merkt man auch direkt. Wie heißt der Planet? Lingas. Lingas generiert für uns 4,2, aber am meisten Kazuka. Wo ist denn Kazuka? Kazuka. Genestra. Kaizuka, da haben wir. Der generiert für uns gerade am meisten Knete. Der Handelsposten hier. Mit 5,5. Also es ist nicht schlecht. Das ist sehr gut, das gefällt mir. So, die Forschung läuft. Hier können wir die arktischen Kolonien, die wir haben, 2 Stück an der Zahl, können wir noch weiter ausbauen. Da wird das Bevölkerungswachstum bzw. die maximale Bevölkerung auch noch ein bisschen ausgedehnt. So, jetzt können wir es uns leisten. So, dann wird es, glaube ich, mal wieder Zeit für ein paar Scout-Fregatten, die ich losschicken kann. Ja, wobei, warten wir noch kurz, bis wir mehr Geld haben. Und dann sollten wir mal schauen, dass wir so langsam unsere Flottenkapazität ein bisschen aufrüsten. Genau, das brauchen wir erstmal. So, dann können wir nämlich mehr Schiffe kaufen. Je mehr Schiffe, also wir müssen unsere Schiffe auch mit Credits, Metall und Kristall unterstützen, weswegen wir, man sieht es jetzt gerade rechts in dem Fenster,
Da steht relativ in der unteren Hälfte steht das Supply, von 250 geht das auf 400 hoch, was ja schon mal schön ist. Andererseits haben wir aber auch noch Upkeep, also das ist diese Art Unterhaltung von den Schiffen, dieser Unterhalt, sorry, so heißt es, durch Credits, Metall und Kristall. Und der steigt dann halt von 9 auf 19%. Mit der ersten Stufe steigt er erstmal auf 9%. Das ist die, die wir jetzt dann gerade erforschen. Aber man sieht halt, das wird dann gegen Ende hin wird's ziemlich teuer, so eine große Flotte zu unterhalten. Beispielsweise kostet es dann halt einfach schon mal 75% unserer Ressourcen gehen komplett an die Flotte. Und das ist Aua. So, hier direkt die Handelsposten ausbauen. Weil mehr Geld ist mehr Gut. Ist eine ganz einfache Logik. Und der sollte man auch folgen. So. Da brauchen wir noch 1, 2, 3 Labors. Und beim Zivilen brauchen wir noch 1, 2, 3, 4. Wo können wir die denn hinbauen? Hier vielleicht. Wie sieht es denn hier aus mit logistischen Slots? Da haben wir gerade im Moment 8. Können wir auf 14 aufbauen und dann auf 20. Das sieht auch schon mal gut aus. Was brauchen wir dafür noch? Nichts mehr. Gut. Dann müssen wir noch kurz warten, bis die Ressourcen wieder reinkommen. Die hier bauen wir jetzt auch ab. Finde ich auch schon mal ziemlich geil. Und dann schicken wir unser Kolonieschiff doch direkt noch dahin, um hier die zwei Metallasteroiden auch noch auszuschöpfen. So. Das finde ich sehr gut. Hier wird jetzt gerade die Kristallproduktion ein bisschen angekurbelt. So, ich lese immer zwischendrin so ein bisschen nach, was man noch so forschen könnte. Kultur beispielsweise ist relativ wichtig. Kultur verbreitet sich über diese Linien hier und streut halt aus im ganzen, in der ganzen Galaxis bis zu einem bestimmten Punkt. Und alle Planeten, die da drin sind, können nicht sofort besiedelt werden. Und wenn man gegnerische Planeten damit erreicht, kann es sein, dass die dann sogar die Seite wechseln, was auch ziemlich interessant ist, finde ich. So, dann mehr Ressourcen, oder? Wäre doch nicht schlecht. Allerdings ist das doch ein bisschen teuer zu erforschen, vielleicht. Ja, wobei, was ich jetzt investiere, kriege ich nachher dann mehrfach zurück. So, da haben wir alles. Hier haben wir auch noch Asteroiden, die wir rein theoretisch einnehmen könnten. Allerdings, wenn wir hier eine Raumstation hinbauen, wir haben jetzt gerade so ein schönes Handelsnetz aufgebaut. Man sieht das so ein bisschen so hier. Ja, wobei, zählt das hier gar nicht dazu, oder was? Ah, nee, das baut noch. Genau, weil dann haben wir nämlich ein Handelsnetz, das erstreckt sich von dem hier auf unseren Heimatplaneten, auf den Asteroiden hier, von hier nach da, hier rüber und bis ganz hier hoch. Und wenn ich hier eine Raumstation bauen würde, würde der Computer das so sehen. Von dem Zwergplaneten hier hoch, hierhin und da. Das heißt, er würde zwei Planeten überspringen, was mir echt nicht so passen würde. Weil ich glaube nämlich irgendwo gelesen zu haben, dass man über die Länge der Handelsrouten auch noch so ein bisschen das Einkommen der Handelsschiffe beeinflussen kann. Je länger, desto gut. So, wo haben wir denn unsere Scout-Fregatten, die wir gebaut haben? Haben wir welche? Ne, haben wir gar nicht gebaut. Stimmt, genau, wir wollten damit ein bisschen warten. Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt. So, was wollte ich noch? Artefakte haben wir bisher noch keine gefunden, weil wir noch nichts erforscht haben an unserem Planeten. Das müssen wir mal noch machen. Dafür brauchen wir allerdings wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kristall. Ja, wobei, fangen wir mal mit dem Planeten hier an. 1, 2. Also man kann zwei Stufen quasi erkunden vom Planeten. Da werden dabei Forschungsteams losgeschickt, die ganze Oberfläche kartografieren und untersuchen. Auf der ersten Stufe ist die zu 50% untersucht, auf der zweiten Stufe dann zu 100%. Und die Artefakte, die man da findet, lohnen sich manchmal richtig gut. Also was heißt manchmal, eigentlich immer. Weil haben oder nicht haben, ne? So, dann haben wir schon mal drei Planeten so gut wie ausgeforscht. Unser Kolonieschiff nimmt unterdessen schön die Extraktoren hier ein in den neutralen Gebieten.
ist doch sehr wünschenswert. Eventuell nehme ich die hier auch noch ein. Vielleicht werden die dann irgendwann zerstört, aber naja. Muss man mit leben. So, dann nehmen wir den Planeten direkt noch mit und hier hinten dann irgendwann noch den Asteroiden hier. Und den werden wir auch direkt erkunden. Mehr Metall. Ja, leider nichts gefunden. So, hier haben wir was gefunden. Expert Metal Miners. Metal Extraction Rate 50% höher. Sehr geil. Auf jeden Fall super. Wo haben wir noch was gefunden? Also Ginestra und Lingas. Wo ist denn Lingas? Raiders Outpost. Metal Extraction Rate 20% und extra Konstruktoren. Also extra Bauschiffe haben wir noch eins dazu bekommen. Finde ich auch super. Also geht schlimmer, würde ich sagen, oder? So, hier haben wir noch nicht so viele zivile Strukturen gebaut. Das heißt, hier könnten wir rein theoretisch, wenn wir wollten, unser Produktionsdepot hinsetzen. Unser Schiffsbauproduktion, unser Schiffsbaudepot. 12 Logistik-Slots hätten wir noch frei. Eine Fregattenfabrik kostet uns 4 und eine Capital Ship Fabrik kostet uns auch 4. Kostet allerdings auch einiges an Ressourcen, deswegen würde ich mir das eher für nachher aufheben. So. Dann gucken wir mal nochmal in die Forschung rein, was wir sonst noch so erforschen können. Wir brauchen mehr Forschungslabors. Die setzen wir hier direkt neben die Raumstation. Wie viel brauchen wir noch für den zivilen? 1, 2, 3, 4. Bauen wir noch mal sämtliche Zivile hier hin. So. Und dann müssen wir mal noch gucken, wie viele Slots wir hier noch frei haben. Sage und schreibe 4. Hm. Das heißt, es reicht noch für ein militärisches Labor. Wir brauchen aber noch 3. Naja, 2 reichen auch erstmal. Dann bauen wir noch eins direkt hier hin. Ich weiß, es ist irgendwie ein bisschen bescheuert, seine Forschung direkt an vorderster Front hinzusetzen. Aber so eine, wie gesagt, so eine Sternenbasis ist enorm stark.